Piraten von nebenan. Sieh sich das einer an. Prinzessin Eugenie von Langweil am Deich ist wie ein Weihnachtskuchen angezogen. Ich werd verrückt. Der Name ihrer Großmutter war doch Archibaldine, richtig? Ja, das stimmt, aber was... Und hieß deren Urgroßmutter zufällig Ambrosine? Mag schon sein, aber warum fragen Sie? Oh! Alle Spuren der Erbfolge schienen verloren, aber jetzt habe ich sie tatsächlich gefunden. Sie sind der letzte rechtmäßige Nachkomme von Marie Ingeborg von Vastenbale. Der letzten Königin, die über diese schöne Stadt regierte. Ich, Aldegundes Biber, bin stolz, eure loyale Untertanin zu sein. Hallo? Ist alles in Ordnung mit Ihnen, Frau Biber? Mathilda, Königin von Schnarch am Deich, hier sind eure königlichen Zeichen. Sie behaupten ständig, wir seien Schurken und jetzt bin ich auf einmal eine Königin? Das ist doch völliger Quatsch. Komm, Jim, lass uns angeln gehen. Wen kümmert's denn, ob das die Wahrheit ist? Hast du mal an all die Schätze gedacht, die du in die Finger bekommst? Oh, ich will eine Piratin sein und keine Königin. Oh, euer Hoheit aller Hoheiten, ihr solltet euer Antlitz nicht zu der Sonne aussetzen. Oh, ich bin keine Königin. Die Königin, sie hat mich berührt. Ich werde diese Hand nie wieder waschen. Lächeln! Ah, jetzt hört mir mal alle zu. Ich bin nicht eure Königin. Hey, was soll das? Bist du verrückt geworden? Du und deine saubere Familie, ihr seid kurz davor, aus der Stadt geschmissen zu werden. Hey, lassen Sie mich los! Hey, ich verbiete Ihnen, Jim, auch nur ein Haar zu krümmen. Ach ja, und was gibt dir das Recht, mir das zu verbieten? Was mir das Recht gibt? Weil ich Ihre Königin bin. Du, die Königin von Schnarch am Deich? Wo bleiben denn deine Manieren, mein Sohn? Mama, ich... Entschuldigt bitte, Eure Majestät. Ich habe euch zuerst gar nicht richtig erkannt, Eure Hoheit. Jetzt warten wir Bibers schon beinahe 500 Jahre darauf, dass unsere Königin endlich zurückkehrt. Und dann muss es ausgerechnet diese freche kleine Göre sein. Sie hat ja gesagt, Frau Biber. Sie will jetzt doch Königin sein. Wirklich? Oh, das ist der wundervollste Tag meines Lebens. Ihr und ich, wir werden gemeinsam Großartiges vollbringen. Ich habe neue Gesetze entworfen, die ihr bitte noch unterschreibt. Das erste Gesetz macht Bingo für jeden ab einem Alter von 6 zur Pflicht. Und die anderen? Oh, das sind nur ein paar kleine Regeln, die Piraten betreffen. Ihr könnt einfach hier unterzeichnen. Aber die Königin dieser Stadt bin jetzt ich. Und Anti-Piraten-Gesetze sind verboten. Was bedeutet, dass ab sofort jeder nett zu den Piraten sein muss? Ah! Hast du das ganze Dorf ausgeplündert? Trotzblitz, das nenne ich mal eine würdige Beute für einen Seeräuber. Seit wir Piraten zu Ehrenbürgern ernannt worden sind, haben wir ganz besondere Privilegien und jeder liebt uns. Das müssen sie, weil das jetzt Gesetz ist. Selbst dieses alte, vieräugige Walrus, Frau Biber, ist total nett zu uns. Lang lebe die Königin! Also, das ist eine Königin. Und das ist ein anständiger Pirat. Und echte Piraten haben Königinnen schon seit jeher zutiefst verachtet. Habt ihr das verstanden, ihr kleinen Würmchen? Ja, Königinnen sind die schlimmsten Feinde für uns Piraten. Genau, wir hassen sie total. Denn jeder Pirat, der sich bei einer Königin einschleimt, ist ein Verräter. Und? Out! Und er verliert seine Selbstachtung und Ehre. Au, und er verkauft sich an die Königin. Das stimmt. Solche Seeräuber haben ihre Seelen verkauft und wenn man mit ihnen spricht, dann kriegt man Warzen auf den Mandeln. Allerdings, ein kleiner Trost bleibt uns noch. Vielleicht, dass Mathilda zu nett ist, um eine Königin zu sein? Natürlich nicht, du kleine aussätzige Ratte. Der Trost ist, dass ich das Vergnügen haben werde, dabei zuzusehen, wie meine süßen Enkelkinder eine Königin abmurksen.
habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Wir fesseln und beschimpfen sie und dann schicken wir sie über die Planke. Sie wird bestimmt tolles Haifischfutter abgeben. Nein, ich bin dafür, dass wir sie in der Sonne vertrocknen lassen, sie ausweiten und danach ihre Reste den Hai zum Fraß vorwerfen. Hallo, meine liebsten Untertanen. Kommt ihr mit? Tod der Königin! Genau, Tod der Königin. Ihr seid echt witzig. Kommt, lasst uns gehen. Seid ihr verrückt geworden? Ich bin doch nur deshalb Königin geworden, weil ich euch beschützen wollte. Das macht keinen Unterschied. Ich bin mir sicher, dass wir auch eine diplomatische Lösung finden können. Außerdem könnte ich euch Piraten die Erlaubnis geben, eure Kanonenkugeln zu jeder Tages- und Nachtzeit abzufeuern. Wo bleibt da der Spaß, Kanonenkugeln abzuschießen, wenn es legal ist? Er hat recht. Genug von dieser Tyrannei. Tja, wenn das so ist, will ich keine Königin mehr sein. Oh, um Neptuns Willen können wir denn nicht mal das kleinste bisschen Spaß in dieser ranzigen Abfallgrube haben. Mathilde hat recht, das ist die beste Lösung. Es ist zwar toll, so viel plündern zu können, wie wir wollen, aber wenn es bedeutet, dass wir sie um die Ecke bringen müssen... Tut mir leid, aber sie kann nicht abdanken ohne einen Mehrheitsbeschluss ihrer Untertanen. In Ordnung, dann lasst uns doch sofort abstimmen. Also, wer ist dafür? Hä? Wer ist dagegen? Vier gegen drei. Lang lebe Königin Mathilda! Ah, tut mir leid. So wie es aussieht, müssen wir noch etwas länger Feinde bleiben. Ihr werdet immer unsere Königin sein, Mathilda. Wir werden euch niemals abtanken lassen. Niemals! Möchtet ihr einen Keks? Ach, ich glaube, ich werde mich mal ein paar Minuten hinlegen. Hey, Jim! Was willst du denn, du dämliche Königin? Wenn Opa sieht, dass ich mit dir rede, sind wir geliefert. Hör endlich mit diesem Quatsch auf und komm hoch. Wir müssen reden. Euer Majestät! Ich bin es, Frau Bieber. Eure Untertanen brauchen euch. Die Königin, sie ist nicht hier. Jemand hat sie entführt. Wir haben eure Königin. Sie wird an einem geheimen Ort festgehalten. Bla, Lösegeld. Wenn ihr sie in den nächsten zwei Stunden abdanken lasst und das Lösegeld bezahlt, darf sie weiterleben. Ansonsten wird sie als Haifischfutter enden. Diese dreckigen Piraten! Ich war mal eine Königin, aber jetzt bin ich frei. Es ist schon drei Stunden her. Ich hoffe, die alte Hexe hat deinen Brief gefunden. Wenn ich keine Beute nach Hause bringen kann, muss ich dich töten. Tut mir leid. Schnell! Es ist eine Katastrophe! Ich glaube, Frau Bieber ist jetzt völlig durchgedreht! Bewohner von Schnarch am Deich, diese rebellischen Piraten, haben unsere geliebte Königin in ihrer blinden Wut getötet. Wenn ich diesen Brief doch nur früher gefunden hätte, hätten wir sie vielleicht noch retten können. Aber vorbei ist vorbei. Wir dürfen uns nicht geschlagen geben. Darum ernenne ich mich hiermit selbst zur Königin von Schnarch am Deich. Natürlich räche ich mich an den Piraten für dieses widerliche Verbrechen. Tod den Piraten! Tod den Piraten! Wirklich gut, Frau Bieber. Sie sind eine tolle Schauspielerin. Oh, die Königin ist zurückgekehrt. Lang lebe die Königin! Welchen Piraten? Ihr könnt ja noch nicht mal eure Drohungen wahrmachen. Ihr wolltet doch die Königin den Haien vorwerfen. Lass mich in Ruhe, du kleiner Wicht! Ab zu den Haien, sie Verräterin! Ihr Piraten, meine guten Freunde! Ich flehe euch an, bitte helft mir! Leben Sie wohl, Frau Bieber! Gute Reise! Nein! Hört auf! Als eure Königin befehle ich es euch! Ach, hör mal auf, ständig deine Macht!
war. Ich bin die Königin, ich bin die Königin. Oh, jetzt, da ich die Königin bin, will ich, dass die Piraten verschwinden. Nicht so schnell, Frau Biber. Vorher würde ich gerne noch eine klitzekleine Regel ändern. Na, macht deine Piratenausbildung nicht viel mehr Spaß, als eine Königin zu sein? Ah!